Mit einer besonderen Aktion machen derzeit Geschäftsinhaber in der Kurstadt Bad Liebenwerda auf ihre immer prekärer werdende Situation aufmerksam. Zahlreiche Schaufensterscheiben wurden weiß behangen und mit Protestplakaten gegen die Zwangsschließungen versehen. Die Mitglieder des Handels-, Handwerks- und Gewerbevereins in Bad Liebenwerda wollen damit einmal mehr gegen die verordnete Zwangsschließung ihrer Geschäfte protestieren. Wenn die Geschäftsschließungen noch einmal verlängert würden, drohe vielen das endgültige Aus, teilte der Handels-, Handwerks- und Gewerbeverein der Stadt mit. Man sei zwar froh, dass über den Online-Verkauf zumindest ein wenig Umsatz gemacht wird, die Umsatzausfälle insgesamt kompensiere das aber nicht einmal annähernd. Die vom Bund zugesagten Hilfen kommen zudem nur schleppend oder gar nicht. Außerdem müssen die Hilfen erst beantragt werden, manche könnten sich nicht einmal mehr den dafür nötigen Steuerberater leisten. Immer mehr Gewerbetreibende schließen sich unterdessen den Sammelklagen der Berufsverbände gegen die Schließungen an. Stirbt der Einzelhandel, stirbt auch die Kurstadt, so der gemeinsame Nenner des stillen Protestes.